damit Sie wissen, wie es gehen könnte. Professor Eulenstein ist seit Jahren in der Düngungsforschung engagiert am Institut für Agrarlandschaftsforschung in Münchenberg. Und ich möchte Ihnen jetzt, ohne vier Worte zu machen, das Wort übergeben. Ich denke, hier können Sie nochmal richtig die Ideen mitnehmen. Wir haben den Vortrag gestrafft und auf die wesentlichen Dinge reduziert, damit einfach irgendwo wenigstens die Kerninhalte rüberkommen. Wir werden weiterhin gut zusammenarbeiten. Und ich übergebe jetzt das Wort. Und bitte gönnen Sie sich den Vortrag noch, denn es ist wirklich, denke ich, ein richtig guter fachlicher Input, den Sie noch mit nach Hause nehmen können. So, bitteschön. Meine Damen und Herren, ich möchte reden über Nitrat im Grundwasserstillstand auf schlechtem Niveau oder Anzeichen für eine Problembewältigung. Ich hätte auch einige Vorschläge gehabt, sozusagen, was man machen könnte, um die Düngeverordnung so anzupassen oder zu verändern, dass sie praxistauglich ist. Jetzt fehlt der Pointer hier irgendwo. Wo könnte der denn sein? Man könnte sich Landwirtschaft tatsächlich vorstellen ohne die Bewirtschaftung von Böden. Die Holländer haben sowas hier zum Beispiel gemacht. Die haben Modelle entwickelt, wo man auf mehrstöckigen Etagen oben Gewächshäuser hat, darunter Schweine, Hühner, dann Wasserbassins unten drunter und Pilze, die dann auf mehreren Ebenen dann produziert werden, einfach um Landwirtschaft und eine mögliche Nitratemission von Grund und Boden sozusagen fernzuhalten. Und diese Vision, das hat man auch realisiert in den Hafen in der Nähe von Den Haag. Die ersten Häuser diesbezüglich sind sehr effizient, das ist so, gekapselt, aber letzten Endes sind sie nicht dasjenige, was wir brauchen. Weil das kann man hier jetzt leider ganz alles schlecht sehen, aber das ist eine wunderschöne Landschaft, in der es Wasser gibt, in der es Seen gibt, die hohe Biodiversitätsfunktion haben, in der man einen hohen Erholungswert hat. Und eins muss einem klar sein, dass so schöne Agrarlandschaften mit solchen Fließgewässern und Standgewässern nicht ohne das Zutun der Landwirtschaft existieren würden. Denn die Landwirtschaft, diese Flächen hier, diese Wasserflächen, die existieren nicht aus dem Niederschlag, der dort niedergeht und sich dort sammelt, sondern diese Flächen, diese wertvollen Wasserkörper, die existieren nur deshalb, weil lateral Wasser aus dem Umfeld in diese Gewässer hineinfließt. Und dass dort Wasser rausfließt, das liegt daran, dass dort Landwirtschaft betrieben wird und an nichts anderem. Denn wenn dort Wald stünde, so wie zum Beispiel nach der Pest oder nach dem 30-jährigen Krieg, dann hätten wir auch nicht diese Sölle auf den Junglazialstandorten, wie in der Altmark zum Beispiel oder in Mecklenburg, die wertvolle Biotope sind. Das ganze Jahr herrscht dort Ruhe. Und wenn hier drumherum keine Ackerflächen wären, sondern Waldflächen, dann würden diese Wasserflächen ausgetrocknet sein und keine Biotopfunktion mehr haben. Das heißt also, landwirtschaftliche Nutzung führt dazu, dass wir erstmal wertvolle Wasserkörper in der Landschaft haben. Unsere polnischen Kollegen haben uns sehr viele Jahre Untersuchungen gemacht und dabei festgestellt, dass also Acker im Vergleich bei 100% eine höhere Grundwasserneubildungsrate hat als Grünland, als Laubwald, als Nadelwald. Und mit zunehmendem Anteil von Laubwald und Nadelwald in der Landschaft sozusagen die Grundwasserneubildung geringer wird. Was dazu führt letzten Endes, dass ich eins sagen will, Landwirtschaft und Sie produzieren mit Ihrem Tun, mit Ihrer Bewirtschaftung von Ackerflächen Grundwasser. Und man muss sich eins vor Augen halten, dass ab 700 mm Jahresniederschlag unter Wald kein Grundwasser auftritt. Bei landwirtschaftlicher Fläche ist es ab 500. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in der Altmark ist bei 600 mm Jahresniederschlag, da fallen ungefähr 100 Liter Sickerwasser pro Quadratmeter an. Und das heißt, ein Hektar liefert 1000 Kubikmeter. Und diese 1000 Kubikmeter, die dann abgepumpt werden von der Wasserwirtschaft, die haben einen reinen Warenwert von 2500 Euro. Wenn ich dem gegenüber die 70 Doppelzentner Getreide für 16 Euro, 17 Euro pro Dezitonne sehe, dann muss ich sagen, dass die Wertschöpfung unterm Acker höher ist durch die Grundwasserneubildung als auf dem Acker. Und das heißt, dass man eigentlich diese ökologische Leistung der Landwirte nicht nur anerkennen muss, sondern auch noch eigentlich honorieren muss. Also das wäre zum Beispiel ein Aspekt, den man bei diesen Forderungen, bei den Demonstrationen mit stark berücksichtigen müsste, dass Landwirtschaft ökologische Leistung vollbringt. Im Landschaftswasserhaushalt und auch bei der Trinkwasserproduktion. Das wird häufig sozusagen ad acta gelegt. Immer nur wird die negative Wirkung sozusagen der Nitratkonzentration, der Nitratemission gesehen, aber nie die quantitative Wirkung dessen, dass Landwirtschaft wirklich Wasser produziert.
und sie gewährleistet Grundwasserneubildung und der Landwirt speist ökologisch wichtige Feuchtgebiete. Natürlich ist es so, und jetzt kommen wir in den Bereich Düngeverordnung. Ich habe den Gesamtvortrag auf ein Drittel jetzt reduziert, weil wir schon relativ vorangeschritten sind. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und der hat eine bestimmte Grenze. Aus diesem Betrieb gehen Exporte und Importe, also Importe hinein und Exporte hinaus und dann auf der anderen Seite Grundwasser und belastetes Grundwasser auch raus, je nachdem wie hoch der Bilanzüberschuss ist. Und wir können die Nitratkonzentration an mehreren Stellen bewerten, und zwar durch die Stickstoffbilanz an der Oberfläche. Wir können in Min-Werte messen, wir können tief in der Bodenschicht Nitrat messen oder am Grundwasser, wir können Multilevel-Brunnen einbauen. Nur diese ganze Debatte, die wir jetzt haben mit den roten Gebieten, die ist sowas von schwachsinnig wie nur was. Und warum, das werde ich Ihnen sagen. Wenn ich in der Grundwassertiefe von 20, 30 Metern eine Probe entnehme, dann muss ich einfach wissen, dass wir Verlagerungsstrecken haben vom Sickerwasser, die betragen, die kann man sehr gut berechnen. Das ist nämlich klimatische Wasserbilanz, also Sickerwassermenge durch Feldkapazität. Das ist die Wassermenge, die ein Boden nach einem Regen wie dem heutigen sozusagen im Boden drin hat. Und diese Feldkapazität, die ist zum Beispiel bei einem Sand in der Altmark 10. Und wenn ich dort 100 mm Grundwasserneubildung habe, dann sind das 100 durch 10 ist 10, das sind 10 Dezimeter. Wenn ich hier einen Löss habe, so wie hier draußen vor der Tür, der hat 25 Volumenfeldkapazität. Und wenn ich hier 100 Liter habe, dann habe ich 100 durch 25, das sind 4 Dezimeter Tiefenverlagerung. Das heißt, wenn ich einen Grundwasserkörper in 30 Meter Tiefe habe oder in 40 Meter Tiefe, der gemessen wird und für die Düngeverordnung als Kriterium herangezogen wird, dann messe ich heute das, was vor 40 Jahren oben passiert ist. Darüber muss man sich im Klaren sein. Dann kommt noch dazu, dass wir geologische Sonderformationen haben. Also Sie können auf einen Niederbauboden wie in Drömmling oder wie in einem Rienhafenloch draufkippen, was Sie wollen, da kommt nichts unten an, weil im Oberboden Bakterien sitzen, die denitrifizieren. Die haben nämlich keinen Sauerstoff, weil da Wasser drin ist im Boden, und die nehmen dann aus dem Nitrat, dem NO3, das O raus, veratmen das in ihre Atmungskette und geben das N als N2 und N2O in die Atmosphäre ab. Oder es gibt Böden, die enthalten Pyrit, wie zum Beispiel aus der Kreide in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg oder in Niedersachsen. Oder in den Braunkohletagebaugebieten um Leipzig herum oder in der Lausitz. Pyrit ist FES, und das ist Eisensulfid. Und wenn da Nitrat draufkommt, dann reagiert das, da gibt es nämlich Bakterien auch, Thiobacillus denitrificans, der baut aus dem Nitrat das Sauerstoff aus, überträgt das auf den Schwefel und dann geht der Stickstoff in die Luft und Schwefel ins Wasser. Also der wandelt quasi Stickstoff in Schwefel um. Aber was ich sagen will ist, die Konzentration an Nitrat, die im Boden oder unten am Grundwasser wirklich ankommt, ist abhängig von der Geologie und nicht von der Bewirtschaftung. Und da stellt sich jetzt für mich die Frage, was will ich denn bewirtschaften? Und was das Einzige, was die Landwirtschaft sozusagen, was ich in der Landwirtschaft bewerten kann, das ist der Stickstoffbilanzüberschuss. Und der ist ja auch in der Düngeverordnung festgeschrieben. Da kommen wir jetzt gleich mal zu. Dieser Stickstoffbilanzüberschuss, den ich berechnen kann, und das ist wirklich ein Problem, den ich in der Landwirtschaft habe, hat sich eigentlich seit Ende der 80er Jahre kaum verändert. Der ist konstant bei 100 Kilo N pro Hektar. Und die durchschnittliche N-Bilanz sieht so aus: 100 Kilo organisch, 100 Kilo mineralisch, 100 Kilo Entzug und 100 Kilo Überschuss. Das Problem ist aber, sagte Professor Heiland, das war ein guter Pflanzenbauer aus Bonn, wenn ich mit dem Arsch auf der heißen Herdplatte sitze und mit den Füßen im kalten Wasser stehe, bin ich im Durchschnitt wohltemperiert. Und das ist auch der Haupteffekt mit der Nährstoffbilanz. Nämlich. Wir haben 100 Kilo im Durchschnitt. Aber jetzt möchte ich mal von Ihnen wissen, wer von Ihnen, ich habe lange Jahre lang, was weiß ich, in Torgau, in den Wassereinzugsgebieten, bei uns im Märkischen Oderland, bilanziert. Wer von euch kommt denn über 30 Kilo? Ja, kein Mensch. Und die Düngeverordnung, die schreibt jetzt 60 Kilo vor, oder in der alten Fassung und in der neuen 50. Dazu kommt aber noch gleich. Wir haben im Durchschnitt 100, ja, aber diese 100 sind ja nicht gleich verteilt. Wenn wir uns mal angucken, auf welchem Gebiet das hier verteilt ist, dann sehen wir hier im Nordwesten und im bayerischen Bereich, da haben wir Nährstoffbilanzüberschüsse von 300 bis 400 Kilo. Die brauchen wir auch nicht wegdiskutieren, die haben wir. Aber die haben wir deshalb, weil hier in dieser Region die Schweineproduktion oder die Fleischproduktion nach dem Zweiten Weltkrieg mit pflanzlichen Produkten aus den Vereinigten Staaten sozusagen akkumuliert wurde, um die Bevölkerung im Ruhrgebiet zu ernähren. Das heißt, das ist historisch gewachsen, das kommt ja nicht von ungefähr. Und da hat sich eine Veredelungsindustrie etabliert oder eine Veredelungswirtschaft etabliert, die weltweit Spitzentechnologie herstellt, im Stallbereich und so weiter.
jetzt stellt sich die Frage, will ich die denn haben oder nicht? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich will sie haben, aber das Problem der Nährstoffbilanzüberschüsse, der Stickstoffbilanzüberschüsse muss gelöst werden. Und wenn ich mir hier diesen Bereich angucke, das östliche Niedersachsen, Hessen und Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wir haben in dem gesamten Gebiet nicht mal halb so viele Nährstoffe, wie eigentlich zulässig sind im Überschuss. Und da muss ich doch sagen, es wäre doch sinnvoll für die Düngeverordnung erstens mal diese unsägliche Diskussion mit den roten Gebieten, mit den Nitratkonzentrationen an der Wasseroberfläche überhaupt nicht als Kriterium zu nehmen, sondern nur die Bilanzüberschüsse, weil das hat was mit der Bewirtschaftung zu tun. Alles andere hat nichts mit der Bewirtschaftung zu tun. Nur so kann ich die Effizienz des Nährstoffeinsatzes in der Landwirtschaft sozusagen etablieren. Und wenn ein Betrieb wie hier in Sachsen-Anhalt, der auf 20 bis 30 Kilo maximal an Nährstoffbilanzüberschuss kommt, in der Stoffbilanz oder in der Betriebsbilanz, wie wir früher gesagt haben, dann sollte ich doch einfach in die Düngeverordnung einschreiben, dass bei einem Wert, der zum Beispiel den zulässigen Saldo von jetzt 50 Kilo um 20% unterschreitet, also unter 40 liegt, dass man da gar nichts machen muss, dass die Düngeverordnung vollkommen banal ist und wegrationalisiert wird. Der führt doch nur zu Verwaltungsaufwand, zu Mehrarbeit, zu Schreibtischstädterei, was absolut kontraproduktiv ist. Also mit anderen Worten, wenn einer, und das ist ja eigentlich im Prinzip, wenn man so will, drei Viertel des gesamten Bundesgebietes, für die spielt die Düngeverordnung überhaupt gar keine Rolle, weil die Nährstoffe gar nicht erreichen, die Grenzwerte gar nicht erreichen. Und dort, wo sie problematisch sind, ja, da kann man doch mit der Milliarde, die da vom BML kommen soll, da kann man doch die Gülle, die anfällt, separieren, pelletieren und dann in andere Gebiete hineinschaffen, wo sie dann Mineraldünger ersetzen oder nach Russland exportieren. Wir haben in Russland einen durchschnittlichen N-Einsatz von 25 Kilo pro Hektar. Das ist gar nichts. Oder sonst wohin. Auf jeden Fall könnte man sich solche Lösungen vorstellen. Anderes Problem ist viel stärker, dass nämlich die Landwirtschaft im Prinzip für die Industrie geopfert wird. Ja, wir haben jetzt wieder die Situation gehabt, das war ja schon seit den 60er Jahren so mit den GATT-Verhandlungen, dass also die Amis ihre Kühlschränke und Autos bezahlt haben, indem sie Getreide geliefert haben. Das geht jetzt weiter. Donald Trump hat es ja geschafft, 45.000 Tonnen Rindfleisch vor 4 Monaten in die EU rein zu importieren. Dadurch ist dann der Rindfleischpreis um 1 Euro gesunken, von 4,40 auf 3,30 so ungefähr, kurz danach. Und was jetzt kommen wird, das ist das Nächste. Airbus hat diesen Vergleich verloren. 7 Milliarden Strafzölle werden erhoben für die Europäische Union. Boeing kriegt wahrscheinlich nochmal 3 Milliarden drauf, das heißt 4 Milliarden ist die Differenz. Und dafür werden die Amis bei uns mit Sicherheit Schweinefleisch und Rindfleisch importieren, um sozusagen diese Sachen wieder zu glätten. Und bezahlen tun dafür nämlich die Bauern für diese Tatsache. Ja? Deswegen sind die Preise niedrig und das ist eigentlich im Prinzip eine ganz eklatante Sauerei. Wahrscheinlich wird dadurch eher die Nährstoffbilanzsituation geregelt im westlichen Gebiet als in den anderen Bereichen. Aber Sie hier oder hier in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg, können diesen Bereich Nährstoffbilanz als positiven Effekt vermarkten. Hier ist alles in Ordnung, die Welt ist in Ordnung. Das ist eigentlich, muss man mal ganz klar sagen, ob nun mit oder ohne Konvention, das heißt Bioland oder weiß das nicht, das ist flächendeckender ökologischer Landbau. Hier werden Nährstoffe so eingesetzt, wie sie effizient sind bei 20, 30 Kilo im Bilanzüberschuss. Und das kann man auch vermarkten, das muss man auch vermarkten. Die Landwirtschaft kann wegen 1000 Sachen auf die Straße gehen, aber die Düngeverordnung, die tangiert euch ja eigentlich gar nicht. Weil wenn man das richtig handhaben würde, so wie ich das eben gesagt habe, wer unter 40 Kilo ist, der braucht gar nichts zu machen. Der braucht keine Abstände einzuhalten und keine Dokumentation zu machen. Denn im Schnitt des Betriebes hat er ja nur diese 40 Kilo oder 30 pro Hektar, die ein Überschuss ist. Das heißt, da passiert nichts. Ja? Der müsste aus allem raus sein und der dürfte eigentlich von der Sache her gar nichts mehr zu befürchten haben. Oder der braucht auch nichts zu tun. Der braucht nur seinen Überschuss zu dokumentieren und frei ist er. 10 Minuten Arbeit, da habe ich nämlich meine Exporte, meine Importe betrieblich gesehen zusammengestellt. Da komme ich eben auf meine 20, 30 Kilo, zum Teil sogar noch weniger und bin raus aus der Sache. Ohne Verwaltungsaufwand, ohne Mehraufwand. Das wäre eine Lösung, die machbar wäre. Im Schnitt, das ist eine Karte hier von der Welt, liegen wir in Deutschland hier bei 100 Kilo 200 Kilo Einsatz.
Und nur noch einige andere Gebiete in Indien oder China sind ähnlich hoch. Und man prospektiert, dass also der Nährstoffeinsatz weltweit deutlich in die Höhe gehen wird, mit steigender Weltbevölkerung. Damit geht auch die Emission in die Höhe. Die rote Farbe, die rote Linie ist hier die Weltbevölkerung, die blaue ist die N-Emission. Geht ebenfalls weiter und die N-Emission, die bei uns messbar ist an Messstellen, hier ist das Lachgas, was gemessen wird, steigt ebenfalls an. Das heißt, weltweit gesehen ist es so, dass durch das Wachstum der Weltbevölkerung, durch den steigenden Stickstoffeinsatz sowieso schon ein Mehr an Emissionen erfolgen wird weltweit. Und ich meine, das ist für uns eigentlich ganz gut in den Griff zu kriegen. Hier nochmal auf der Basis der Flächenbilanzen dargestellt, eine neuere Erhebung, wie das im Grunde aussieht. Es ist der Nordwesten. Und der Nordwesten hat ein Problem, ja? Aber nicht das östliche Niedersachsen, nicht Sachsen-Anhalt, nicht Brandenburg, nicht Thüringen. Und das muss man als Positives, es geht jetzt nicht um Solidarität innerhalb des Berufsstandes. Das Problem in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen muss gelöst werden, das ist ganz klar. 100 Kilo Bilanzüberschuss, das ist ungefähr das, was ich in 20 Kubikmetern Gülle an Stickstoff drin habe. Ein Kubikmeter Gülle enthält ungefähr 5 Kilo. 20 mal 5 sind 100. Das heißt also, ein Güllefass mit Schlepper 17 Meter, nee, 15 Meter mal ungefähr 17 Millionen Mal, denn wir haben in Deutschland 17 Millionen Hektar, ein bisschen unter 17 Millionen, 16,8 im Moment. Das ist zusammengenommen eine Strecke mit Güllefässern, die nur den Nährstoffüberschuss Deutschlands transportiert. Das reicht 7 Mal vom Nordkap bis nach Kapstadt über Nigeria. Oder anders ausgedrückt, der Nährstoffüberschuss, der da oben anfällt, in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern, ist ungefähr von der Güllemenge halb so groß wie die Müritz. Und das ist ein Problem. Aber das ist ein Problem, das ist lösbar. Und man darf das Problem nicht irgendwie unter den Tisch kehren, man muss offen angehen und nicht wegdebattieren, sondern lösen. Oder man sagt, wir wollen die Veredelungswirtschaft nicht haben, was ich für fatal halte dort. Und nicht nur dort, weil wirklich, es ist eine Weltspitzentechnologie, die da eine Rolle spielt. Ebenso die Gasemissionen, die Ammoniakemissionen, hier mal dargestellt, ist natürlich da, wo ich die höchste Viehbesatzdichte habe. 4 Großvieheinheiten pro Hektar sind dort keine Seltenheit. Sachsen-Anhalt hat 0,3 im Schnitt, das ist ja auch klar, dann fallen also etwa pro Hektar im Schnitt 30 bis 40 Kilogramm in Wirtschaftsdüngern an. Ja, und wir haben die Situation in Deutschland, dass wir eben diese roten Grundwasserleiter haben, klar, aber man macht noch einen anderen Fehler. Ich habe vorhin gesagt, die Grundwassermessstellen, die dort sind, die sind unterschiedlich geologisch geschichtet und damit unterschiedlich mit einem Denitrifikationspotenzial ausgelegt. Das andere Problem, was ist, ich habe hier zum Beispiel im Thüringer Becken oder dort, wo meine Familie herkommt, im Mansfelder Land, habe ich zum Teil Sickerwasserraten von 30, 40 Millimeter pro Jahr oder gar nichts. Ja? Wenn ich also ganz geringe Grundwasserneubildungsraten habe, dann verhält sich das nämlich so, dass im Prinzip 100 Liter dann kontaminiert sind, wenn ich 11 Kilo Stickstoffüberschuss habe. Dann bin ich auf 50 Milligramm, das ist ein Dreisatz. Also 100 Liter, 10.000 Kubikmeter und daran dann die 11 Kilo auflöse, da komme ich auf 50 Milligramm Nitrat pro Liter. Wenn ich also in Thüringen oder im südlichen Sachsen-Anhalt bei geringen Grundwasserneubildungsraten nur ganz geringe Nährstoffüberschüsse habe, dann bin ich ruckzuck auf hohen Konzentrationen. Wenn ich im Nordwesten irgendwo in Weser-Ems dort oben auf den Sandböden in Meppen bin und 800, 900 Millimeter habe, dann habe ich 400 Liter Grundwasserneubildungsrate und dann habe ich rein theoretisch gesehen einen Bot von 40 bis 50 Kilo, den man haben kann. Die haben dort oben eher 300 Kilo, aber 40 oder 50 Kilo würden theoretisch gehen. Das heißt, wir müssen doch dazu kommen, die Bewirtschaftung zu bewerten, also nicht die Konzentration des Nitrates an der Grundwasseroberfläche, sondern das, was der Landwirt an der Oberfläche tut. Das heißt, der Bilanzüberschuss muss das Kriterium sein und nichts anderes. Dafür, dass der eine im Trockengebiet wirtschaftet und höhere Konzentrationen erreicht, so wie die im südlichen Sachsen-Anhalt hier, kann ja nicht das Kriterium dafür sein, ordnungsgemäß bewirtschaften oder das nicht zu können. Das ist ja alles nur politischer Wille, genauso wie dieser Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Früher hatten wir 100 und es gab auch keine Todesfälle. Man hat den willkürlich auf 50 herabgesetzt, EU-weit, als Gesetz und jetzt versucht man diesen umzusetzen. Das ist aber fachlich gesehen aus vielerlei Hinsicht schwachsinnig. Ja, ganz deutlich schwachsinnig.
Und wie gesagt, natürlich haben wir ein Problem mit dem Grundwasser im chemischen Zustand, dass 36% nicht so sind, wie sie sind, sein sollten. Aber das Problem ist lösbar. Und wenn ich heute anfange, dieses Problem zu lösen und dann in den Veredelungsgebieten dort, die dort rot sind, die Nährstoffbilanzüberschüsse oder die Stickstoffbilanzüberschüsse runterfahre, dann habe ich frühestens in 40 Jahren eine Antwort dessen, was ich getan habe. Ja, läuft es nicht. Ja gut, wir haben die Düngeverordnung, das ist klar, das weiß jeder. Die brauche ich nicht weiter zu begründen. 170 Kilo N-organisch, jetzt mit tierischem, mit pflanzlichem Anteil, vorher nur tierisch. Das ist neu, aber wer von euch kommt da ran? 170 organisch? Kein Mensch. Deswegen, ja, gerade eben. Ja? Mit Kompost, ja, in Ordnung. Aber 150 sind zulässig und ein Überschuss von 60 sind auch zulässig. Ich frage mich, wer diesen Wert überschreitet hier? Das heißt, wir reden über ein Gesetz, über eine Verordnung, die hier angewendet wird, den Menschen das Leben schwer macht und die gar keine Relevanz hat. Eigentlich. Das muss man transportieren, ja? Ja, und dass das Problem, wo das Problem richtig existiert, auch richtig angegangen werden muss, um das Problem zu lösen, das ist es, was man rausbringen muss. Und ehrlich muss man sein, ja? Das Problem offen ansprechen und nicht vertuschen und verdecken. Ja, dann haben wir jetzt, wie gesagt, das habe ich auch schon gesagt, 50 Kilo und demnächst 60 Kilo hatten wir und demnächst nochmal 50 Kilo und 20 Kilo Phosphat hatten wir, demnächst nochmal 10 Kilo ab 23. Oh. Also das wird auch noch eine Verschärfung werden und das wird auch dazu führen, dass in den Veredelungsgebieten, wenn ich auf die 170 Kilo N gehe, zum Beispiel bei Mais keine Diamonphosphat-Unterflussdüngung mehr möglich sein wird. Das ist aber auch kein Problem für Sachsen-Anhalt, das ist eher ein Problem für Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Gut, das ist noch eine Karte hier von Niedersachsen, die zeigt, wie das Problem ist vor der Novellierung der Düngeverordnung. Das heißt, die roten Gebiete, Vechta, Kloppenburg, diese hellgrünen, das sind alles erhebliche Problemgebiete. Und jetzt, wo man die tierische und die pflanzliche Stickstoffmenge in die 170 Kilo N einbringen, zeigt, wie das Problem verschärft wird. Das heißt, da oben wird es noch schlimmer. Und ich kenne Lohnunternehmer, die holen noch zusätzlich 35.000 Tonnen Hühnermist aus Holland, weil die Holländer haben das gleiche Problem. Und die Karren sind nicht nur nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, sondern selbst bei uns in Frankfurt-Oder werden die mittlerweile gehandelt. Ich bin mir sicher, auch hier in Sachsen-Anhalt sehr viel. Wir haben Modelle, die wir anwenden, die den Sickerwasserhaushalt beschreiben und die Stickstoffaufnahme von Pflanzen quantifizieren. Die sind recht komplex, aber funktionieren relativ einfach. Wenn ich die entsprechenden Bodendaten habe, Feldkapazität, nutzbare Feldkapazität und die Düngung habe. Und genau das machen auch mittlerweile Programme, die jetzt ausprobiert worden sind im Einzugsgebiet der Weser. Das hier ist das Einzugsgebiet der Weser. Hier ist Thüringen hier unten, das hier ist Niedersachsen, Weser-Ems. Und das ist die Zukunft, die wir als Überwachungsstaat sozusagen zu erwarten haben. Das ist nämlich auf Grundlage vorhandener Karten, die alle vorhanden sind und Teilmodellen, in die in Wegungsdaten eingehen, in die Niederschlagsdaten eingehen, in die die Landnutzungsdaten eingehen, über die N-Bilanzierung zum Beispiel, über die P-Bilanzierung, alle miteinander gekoppelt werden. Und letzten Endes ist dann möglich, ist über diese Datenkopplung und die Anwendung verschiedener Modelle auch Oberflächenabflüsse zu generieren und letzten Endes zu zeigen, wie hoch dann die potenzielle Nitratbelastung des Grundwassers ist. Und das ist nicht, das ist hier ausprobiert im Einzugsgebiet der Weser. Das werden wir zukünftig erleben für ganz Deutschland, muss ich sagen. Das wird sich übertragen und dann werden wir den absolut gläsernen Betrieb haben. Und auch dagegen zum Beispiel würde ich sagen, lohnt es sich vorzugehen gegen so einen Überwachungsstaat, der letztlich jede Bewegung sozusagen kontrolliert. Ja, zukünftig, wie sieht es auf der Welt aus? Die Weltbevölkerung wird immens ansteigen. Als ich zur Welt gekommen bin, das war 1963, da gab es 3,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Jetzt gibt es über 7 und 3,5 Milliarden kommen nochmal eben in den nächsten 15 Jahren dazu. Und die Nahrungsmittelproduktion insgesamt weltweit, die steigt jetzt an. Wir haben 2,2 Milliarden Tonnen Getreide, ein Getreideäquivalent, die Hälfte davon als Lebensmittel, die Hälfte davon als tierische Produkte und hier als energetisches Produkt. Zukünftig gesehen, das zeigt die FAO, werden wir in 2030 etwa 2,9 Milliarden Tonnen haben müssen und in 2035 etwa 3,3.
Und da stellt sich die Frage, wie können wir die Getreideproduktion oder die Nahrungsmittelproduktion um 50% in den nächsten 15 Jahren erhöhen? Und das unter Bedingungen des Klimawandels. Das geht bestimmt nicht mit Extensivierung. Ja? Und das heißt, weltweit gesehen wird der Nahrungsmittelbedarf zunehmen. Hier kann ich jetzt leider Gottes nicht viel zeigen. Das ist eine statistische Erhebung, die ich gemacht habe. Also ich habe Daten ausgewertet aus dem Agrarbericht, die zeigen, dass die landwirtschaftliche Fläche in Deutschland von 17 auf 16,7 Millionen Flächen runtergegangen ist, von 2000 bis 2015. Die werden alle in 5 Jahresschreiben erhoben. Ich will nur mal 2 Punkte rausnehmen. Und zwar geht es dabei um die Importe und die Exporte. Die deutsche Landwirtschaft exportiert Produkte von 9 Millionen Hektar und von 12 und 13 Millionen Hektar hier in 2015. Und wir holen als Import rein 13 Millionen Hektar im Jahr 2000 und jetzt holen wir 18,6 Millionen Hektar rein. Das heißt, wir haben eine größere Anbaufläche in Brasilien, in den Vereinigten Staaten, in Thailand oder sonst wo als in Deutschland. Die holen wir rein und der Import-Export-Saldo liegt jetzt ungefähr bei rund 6 Millionen Hektar. Also wir holen 18 rein, drücken 12 raus und haben ungefähr 6 im Überschuss. Wir holen mehr Getreide rein und veredeln dies in dieser Region. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn die Tatsache, dass wir mittlerweile die Hälfte unserer Einkommen in der Landwirtschaft von über Subventionen in Höhe von 43 Milliarden Euro austeilen an die Landwirtschaft EU-weit und dass das die Hälfte des Einkommens in etwa darstellt, das hat ja nur den Sinn, weil die größte Industrie, die wir in Europa haben, das ist die Nahrungsmittelindustrie. Die ist größer als Chemie, Maschinenbau und alles andere. Die hat ein Volumen von 1,2 Milliarden Euro. Das sind 1200 Millionen. Und diese Wirtschaft, die ist auf günstige Rohstoffe angewiesen. Und deswegen hat man die Direktzahlungen, damit die Preise für landwirtschaftliche Produkte, die eigentlich ernsthafterweise doppelt so hoch sein müssten, wie sie sind. Denn wenn das halbe Einkommen der Landwirtschaft aus Subventionen besteht, heißt das im Prinzip, dass 17 Euro für eine Dezitonne Getreide genau die Hälfte zu wenig ist, dass also 30 Cent für einen Liter Milch die Hälfte zu wenig ist und 10 bis 15 Euro für ein Schwein, das ich ausgemessen habe, auch viel zu wenig ist. Aber deshalb nur, weil die Nahrungsmittelindustrie auf diese billigen Rohstoffe angewiesen ist. Das muss man ganz klar sagen. Und dann der Handel eben diese landwirtschaftlichen Produkte eben wenig wertschätzt und einfach verkloppt für nichts. Und das ist eines der Hauptgründe, die wir haben. Diese Tendenz nimmt immer weiter zu, der Import nimmt immer weiter zu, das Laufrad wird immer größer, immer größer, immer größer. Und letzten Endes auch die Abhängigkeit der Landwirte dann von Direktzahlungen und die Notwendigkeit, diese Nahrungsmittelindustrie mit billigen Rohstoffen zu versorgen. Das ist ja nicht nur Schweinefleisch, das wir in China jetzt absetzen, das sind ja auch Geflügelhälften, die Afrika überschwemmen. Das ist Haribo in Brasilien und was der Geier was alles. Das führt natürlich dazu, das kam heute schon mal zum Ausdruck, ich will das auch gar nicht weiter problematisieren. Die Kaufpreise sind mit dieser Intensivierung schnell in die Höhe. Landwirtschaft ist, wie sich auch jetzt zeigt, wo die Aktien zusammenbrechen, ein sicherer Wert. Die Bodenpreise gehen alles andere als zurück. Preissteigerungsraten hier bis 2012 im Bereich der Treuhand hier, Jahresrenditen von 21%, 8% und so weiter. Die sind dann gar nicht dazu angetan, dass extensive Nutzungsverfahren wie zum Beispiel ökologischer Landbau da überhaupt noch mithalten können. Wir haben Pachtpreise zum Teil in Vechta-Kloppenburg, die liegen bei 1600 Euro pro Hektar. In Niederrhein wurde der erste Hektar für über 100.000 Euro, also normale landwirtschaftliche Fläche, gekauft. Auch da liegen die Pachtpreise über 1.000 Euro. An der Nordseeküste für 1.200, Lüneburger Heide 600. Und auch hier haben sich die Pachtpreise innerhalb der letzten, Pacht- und Kaufpreise innerhalb der letzten 10 Jahre mehr als dreifach bei Neuverkaufungen. Ja. Der Klimawandel verringert weltweit die Flächenproduktivität, das kommt noch dazu. Der Bevölkerungswachstum führt dazu, dass immer mehr Nahrungsmittel nachgefragt werden müssen. Die Intensivierung steigt und da viele Unternehmer und Nicht-Landwirte mittlerweile erkannt haben, dass Ackerland ein gutes Investment ist, kaufen. Die sind auch richtig Ackerland in Größenordnung. Es gibt mehrere Unternehmen, die im Bereich Brandenburg 25.000 Hektar haben, aber das ist in Sachsen-Anhalt genau das Gleiche.
Frau Klatten, Kauffrau von BMW, nichts, KTG, das ist in allen bekannt, das brauche ich nicht zu sagen. Auf jeden Fall, der Rand ums Land ist da und die Produktivität sozusagen, die muss steigen, damit steigt die Intensität und ich erwarte einfach steigende Nährstoffbilanzüberschüsse und weiter steigende Stickstoffbilanzüberschüsse, aber wie gesagt, wir haben ja noch ein bisschen Bot hier. Also, ich habe jetzt meinen Vortrag quasi mit einem Bild zusammengebracht. Das ist jetzt, das sind Versuche von mir. Ich habe dann mehrfach Sommergerste eingesät nach einer frühräumenden Wintergerste und habe mittlerweile auch schon eine Zweitante an einigen Standorten hinbekommen, wo ich dann noch 40 bis 50 Doppelzentner Sommergerste nach der Wintergerste geerntet habe durch den Klimawandel. Verlängerung der Vegetationsperiode um 3 Wochen seit den 60er Jahren macht das möglich. Die Intensität steigt in meinen Augen und deswegen machen wir uns nichts vor. Diese ganzen Ökologisierungsgeschichten, die sind den marktwirtschaftlichen Interessen eigentlich zum Trotz. Aber wie gesagt, was als Credo für die Düngeverordnung übrig bleibt, das sind mindestens, und deswegen sagte ich gerade auch an Schmidt, mindestens 3 Punkte. Weg von diesen schwachsinnigen roten Gebieten und den Messnetzen hin zu einer bilanzorientierten Sichtweise, die letzten Endes auch möglich, die positiven Effekte der Landwirte in den Vordergrund zu stellen. Denn Landwirtschaft macht viele gute Dinge und ist sehr positiv für den Landschaftshaushalt, für den Naturschutz und bei der Intensität, wie sie hier getrieben wird in Sachsen-Anhalt, kann man gut mit der Düngeverordnung leben. Im Gegenteil, man muss sich positiv herausstellen, dass hier die Welt in Ordnung ist und muss das in die Produktqualität mit integrieren, dass es eben so ist. Und damit möchte ich mich dann eben mit einem Dank an Sie sozusagen ja, bedanken. Und ich hätte gerne noch, wenn mehr Zeit gewesen wäre, noch eigentlich doppelt so viel Folien gehabt, aber aus Zeitgründen, weil wir jetzt schon ungleich haben, mache ich immer Schluss. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Lenzheim. Ein sehr interessanter Vortrag. Mit dem zweiten Mal ernten, mit dem Gedanken, muss ich mich irgendwie erst noch anfreunden. Ohne Dünger natürlich. Wir wissen ja, wenn die Düngeverordnung kommt. Wasser ist natürlich auch ein Problem, gerade hier in Sachsen-Anhalt. Das ist nicht gerade einfach. Ja, gibt es von euch noch Fragen jetzt hier an den Fachmann? Ich gehe mal jetzt hier hin. Ja, Herr Professor Eulenstein, ich habe 2 Fragen an Sie eigentlich, um uns auch zu helfen, wie wir mit der Politik weiter diskutieren können. Sie haben ja richtig gesagt, und das wissen wir ja selber auch, wir leben hier im mitteldeutschen Trockengebiet. Das Problem ist, es kommt wenig Wasser unten an. Und bei der Diskussion um die Binnendifferenzierung kann uns das wohl möglich deutschlandweit betrachtet, wenn die anderen Bundesländer das anders sehen, die Niedersachsen, die Bayern, alle die viel Wasser, natürlich auch auf die Füße fallen, weil die EU ja sagt, Deutschland muss eine einheitliche Binnendifferenzierung haben. Können Sie uns zu dieser Diskussion irgendwas an die Hand geben, was wir auch nutzen? Wir wollen ja nicht gegen unsere Kollegen in den anderen Bundesländern sein, aber wir müssen unsere klimatische Situation ja irgendwo auch auf Bundesebene rüberbringen. Und der zweite Punkt, Entschuldigung, den ich auch anbringen möchte, Sie haben ja gesagt, wir müssen durchbringen, dass die tatsächlichen Stickstoffbilanzen wieder bewertet werden, also das, was der Landwirt macht, dass das Berücksichtigung findet und das ist ja gerade jetzt mit der Düngeverordnung nicht passiert, weil der ehemalige Befreiungstatbestand sozusagen, ich habe wenig gute Bilanzwerte, dann kann ich mich auch befreien lassen von zusätzlichen Auflagen, ist ja aufgehoben worden, weil die EU das nicht mehr genehmigt. Das ist ja nicht so. Was sollen wir denn hier gegenüber der Politik jetzt tun, um diese Tatsache möglichst schnell wieder reinzubringen? Am besten noch, bevor sie verabschiedet wird. Ja, ganz kleine Anmerkung, die EU sagt, nur macht euer Wasser sauber. Das Bundeslandwirtschaftsministerium sagt, wir machen eine einheitliche Binnendifferenzierung, da ist das Riesenproblem. Die EU ist nicht das Problem. In Berlin sitzt es. Jetzt ist es. Ja, ich habe ja gesagt, die Gesetze, die da sind, auch das, was die EU sagt, ist ja meistens aus Berlin souffliert. Also die Berliner, die sagen ja, ja das ist sicherlich auch das nicht an die EU. In Wirklichkeit haben sie vorher gesagt, was die EU sagen soll. Ja? Das ist der feine Weg. Und ich meine, ich habe es ja nur gesagt, fachlich gesehen ist das in keiner Weise zu tolerieren, dass
nicht differenziert wird zwischen Trockengebieten und Nicht-Trockengebieten. Es muss darauf ankommen, ich als Landwirt habe ich ja nichts mit den geologischen Schichtungen zu tun, die 30 Meter unter mir fahren sind, sondern ich kann als Landwirt durch meine Bewirtschaftung den Stickstoffsaldo modifizieren.